Kinder lieben sie gepunktet als das Sams. Bei Erwachsenen punktet sie im Münsteraner Tatort. Christine Ursprung, meine Damen und Herren. So. Die Lola, die jetzt verliehen wird, ist eine ganz besondere. Zwar sieht sie auf den ersten Blick aus wie alle anderen, doch diese Lola ist magisch. Sie ist magisch, denn wer sie mit nach Hause nehmen darf, das entscheide nicht ich, das entscheidet keine Jury, das entscheidet das Kinopublikum. Die Menschen, die im vergangenen Jahr so zahlreich diesen Film im Kino gesehen haben. Ist das nicht eine ganz zauberhafte Vorstellung? In einer Zeit, in der die Schulen schon lange geschlossen waren, konnten Kinder ins Kino gehen, um in der Schule der magischen Tiere etwas über Freundschaft, Familie, Zusammenhalt und Selbstvertrauen zu lernen. Das Kino selbst ist doch die magischste Schule, aus der wir bestenfalls nach jedem Besuch wie verwandelt herauskommen. Ich danke Ihnen für diesen animalischen Applaus. Die Lola für den besucherstärksten Film geht an die Schule der magischen Tiere. Unter der Regie von Gregor Schnitzler, Produktion Alexandra Cordes und Maike Cordes. Cordes Film, Leonine Studios, Vega Film und Clever Productions. Bitte schön. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen möchte ich an dieser Stelle Margit Auer danken. Margit, vor 9 Jahren habe ich im Zug gesessen und einem Vater gelauscht, wie er das Buch vorgelesen hat, Die Schule der magischen Tiere. Damals dein erstes Buch, jetzt sind es über 12 und 8 Millionen verkaufte Bücher. Vielen, vielen Dank, dass du uns deine Tiere dass du uns die Tiere anvertraut hast. Vielen, vielen Dank. Liebe Maike, liebe Alexandra, mein Buch, meine Geschichte ist bei euch in allerbesten Händen. Ich hätte mir keine tolleren Produzentinnen wünschen können. Ich weiß, hier im Saal sind einige, die die Rechte auch gern gehabt hätten. Sie waren zu spät dran. Ihr müsst mehr Zug fahren, liebe Leute. Ihr wart ein tolles Team. Yes. Also, oh geil. Ein bisschen höher, super. Könnt ihr noch höher fahren? Also, das war echt eine lange Reise. Aber man muss dazu sagen, es ist echt eine lustige Geschichte, die da passiert ist. Erstmal vielen Dank an meine Agentin Beate Wolgast. Das war nämlich so, sie rief mich an und sagte, da ist ein interessantes Projekt auf dem Tisch. Das hast du noch nie gemacht. Was denn? Kinderfilm. Habe ich gesagt, wie heißt das? Die Schule der magischen Tiere. Ich sage, was? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich habe gerade 5 Bände meiner Tochter vorgelesen. Und die hat gesagt, Papa, wäre das nicht toll, wenn du so einen Film mal machen würdest? Und ich sagte, genau den will ich unbedingt machen. Und so kam es zustande. Und dann hat sozusagen der Regisseur, der noch nie einen Kinderfilm gemacht hat, oh, geht's schon los, die Produzentin getroffen, die noch nie einen Kinderfilm gemacht haben. Und ich danke Ihnen vielmals, dass ich sozusagen das Vertrauen von euch gekriegt habe. Bitte, Alexandra, ich weiß, die Musik geht an, du musst auch noch schnell. Also ganz schnell. Runter damit! Verdammt nochmal! Na gut. Also, erstmal Gregor, vielen Dank für den tollen Film und unsere Kinder, unser ganzes Team. Dankeschön. Aber so ein teurer Film wäre nicht möglich mit nicht ganz viel Geld. Und dafür danke ich unseren
Co-Produzenten. Das an dieser Stelle sei Fred Kogel stellvertretend für alle anderen genannt. Vielen Dank für das Vertrauen, weil wir haben nämlich auch noch nie einen Kinderfilm gemacht. Und auch allen unseren Förderern, die uns vertraut haben, auch mit Summen, die man für solch einen Film braucht. Danke. Und Tiere gäbe es nicht ohne unsere wunderbaren